ich dich ausbluten. Kein guter Zeitpunkt, mich zu nerven, Schlappschwanz. Vor mir ist... Hallo allerseits und willkommen zurück zu Assassin's Creed Jack the Ripper DLC. Und letztens, ja, haben wir halt die Mordszenen aufgesucht, wo Jack the Ripper die Morde getan hat, sag ich mal so. Und ja, ich glaube auch, dass uns Jack the Ripper gefolgt ist letztens mal, weil es könnte gut sein, dass er ihn eine Bombe geworfen hat, um uns verrückt zu machen. Und ja, er wollte uns jetzt zeigen, wie seine Welt aussah. Und ja, wir kennen auch das Motiv mittlerweile. Zwar, dass er die Mutter verloren hat. Und ja. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Von daher spielen wir einfach mal weiter, okay? Wir gehen mal zur Familienzusammenfindung. So. 500 Meter bis zum Ziel. Hey, liebe Mitmenschen. Ach komm. Wow, danke für den Boost. Ach ja, ist eine schöne Welt, muss man sagen. Sieht sehr hübsch aus. Oh, eine Baustelle, okay. Ich sehe ein bisschen jetzt die Welt, weil ich glaube, ich habe meistens nur geschnitten und ich habe nichts gesehen. Nur die Kämpfe. So, hier ist auch gleich eine Straße. Ein Pferd. Hey, Pferd. Hey, unnetter Mensch. Nicht netter Mensch. Böser Mensch. Aha. Was steht da? Gas. Ohne Heizung. Was? Ohne Heizung. Rauch. Kann stinken. Ah, was? Ohne Heizungsrauch oder Gestank. Aha, aha. Entschuldigung, wenn es für euch ein bisschen uninteressant ist, aber ich möchte es einfach mal zeigen. Dazu muss ich erwähnen, glaube ich, dass bei mir die Grafik nicht auf der höchsten Stufe ist. Aber ich glaube, es sollte um die normale sein halt. Dennoch sieht alles sehr gut aus. Okay. So, jetzt gehen wir mal zum Ziel. So, und wir sind schon da. Oh Mann. Ich glaube, das ist eine Station für die Bahn. Und wir werden mal schauen, was die Mission. Alter, du kannst dich teleportieren. Weg von mir. So, hallo. Familienzusammenwiederfindung. So. Oh. Okay. Ich habe es lieber einfach zu spielen, als dass wir lesen, worum es genau geht. Ach schön, wir sind Jack the Ripper, yay! Wo werden wir uns wiederfinden? Vermutlich in London. In einer... Okay. Okay, wir sind schon anscheinend bekannt irgendwie. Und mich. Aha. Dort, okay. Na gut, dann machen wir einfach mal, was er so sagt. Da können wir rein. Können wir noch irgendwo rein? Also ich hätte nichts gegen den Vordereingang, aber das ist irgendwie nicht so assassinmäßig. Doch, wir sind Jack the Ripper. Von daher. Nein, Controller. Ach, verdammt. Tut mir leid. Ach, nee. Ach, nee. So. Okay, tut mir leid, was passiert ist. Und das hätten wir wieder gut machen. Aua. Tut mir leid. Nein. Okay, jetzt reicht's aber. Ich bin ein bisschen professioneller. Ach, verdammt. Okay, okay, ich sehe schon. Ihr wollt wirklich leiden, oder? Dann machen wir das mal. Okay. Wir gehen also durch den Vordereingang rein.
Ach, da bist du, okay. Hallo. Alter, das ist irgendwie so. Und alles kaputt. So, go. Okay. Alles sehr diskret. Diskret, genau. Okay, go. Geht schon. Nein. Wie schnell hat er den Schutz wieder drauf? Verdammt. Okay. Oh, 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 oh. Verdammt. Okay. Er hat ein Salto gemacht von vorne. Warum nicht? So. Ich hoffe, der wurde nicht alarmiert oder so etwas. Obwohl, könnt ihr wissen, dass wir ihn suchen. Den Doktor. Okay, wir gehen mal rauf. Geht das? Alter Schwede. Ja. Okay. Anscheinend war es vielleicht nicht nötig, so reinzugehen. Aber ich habe nichts dagegen, ein bisschen Jack the Ripper alle abzuschlachten. So. Okay. Kann ich da? Ja, kann ich. So, ein bisschen Action. Alter, der macht ein... Wer ist das? Ah, von Undertaker. Alter Schwede. Okay. Ah, der hat Angst, die haben Angst bekommen. Die haben Angst bekommen. Hallo. Shit. Das sieht geil aus. So, okay. Keine Zeugen. Okay, vielleicht ein paar Zivilisten, aber... Die lassen wir mal am Leben. Weil die werden vor Angst sich nicht trauen, etwas zu sagen. Bam. Ach so, von wo kommt du, wenn man? Hätte ich lieber weglaufen sollen. So, oben, oder? Ja. Na gut. Guten Tag. Tut mir leid. Jake hat's gesagt, wie soll's machen? Ach, komm raus. So. Nächstes Ziel, 90 Meter. Das ist okay. Aha, die kleine Hütte. Ah, wie lieb die ausschaut. Neben diesem riesigen... Ja. Neben diesem riesigen Grundstück. Oder was es auch sein mag. Oh man, wie lieb. So, go. Können wir... Nein. Okay. War natürlich klar. Chirurg, natürlich. Go! Der rennt weg, der rennt weg! Das wollen wir doch nicht. Oh Mann, wie ich das liebe. Nein, nein. Das machst du nicht. Das machst du nicht, mein Freund. Ist er weg? Ist er weggelaufen? Okay, ich will mal schauen, ob ich ihn umbringen kann, ohne irgendetwas Aufregendes zu machen, also. Was die Aufmerksamkeit erregt. Also auf den Baum oder so etwas hingelangen. Wäre das möglich? Ich glaube schon, oder? Ach komm. Da ist doch ein Baum, schau wie schön. Es ist er auf sich wartet. Ach, weißt du was, hier. Fahren lassen, so. Nein. Ach komm. So, erledigt. Ach komm, Alter. Nein. Nein. Warum geht nicht deine... Verdammt.
So, jetzt aber. Verdammt noch einmal. Reg ich mich auf wegen euch kleinen Handlangern. Polizisten, was doch immer, meine Güte. Okay. Nicht da drin, oder? Okay, wo kann ich reinkommen? Der merkt nichts, eiskalt. So. Wer sind Sie denn? Gestatten, der Ripper! Wir können noch rumschreien. Wir haben ja die Mordszenen gesehen, von daher belassen wir es so. Brutale Tötungsmethoden, Killermethoden. Niemand darf je erfahren, dass ich hier Patient war. Wow. Okay. Oder was jetzt? Okay. Ja, tut mir leid. So. Dann bereite ich mich auf Ivys Ankunft vor. Erlauben wir den Irren noch ein wenig Freigang. Na gut, dann erledigen wir noch das und das wäre es für diesen Part jetzt. So. Ich muss sagen, ich lasse mich nicht so sehr darauf ein, auf die Geschichten, aber wenn man sich einmal antut, dann könnte es interessant werden. So, wir bereiten uns jetzt auf die Ivy Fry vor. Na gut. Ah, der Schatten. Sehr, sehr schön. So. Okay. Hier ist niemand. Ich soll jetzt die befreien. Achso, die Verrückten befreien. Ah. So, komm her. So. Und das weiter unten, ne? Ja, natürlich. Ach komm. Go. So. Hä? Was passiert? Ist doch nichts passiert. Je mehr, desto besser. Meine Güte. Okay, okay, okay. Und das war's mit der Mission? Nee. Macht ihr das, um uns anzulocken? Könnte gut sein. Zurück zu den Wurzeln, was, Jack? Jacob befreite dich aus diesem Irrenhaus, nahm dich bei uns auf. Na gut, Leute, dann beende ich mal diesen Part hier und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, was auch immer und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.